Das Video kommt unter die Playlist exponentielles Wachstum, Logarithmus, Gleichungen lösen und auch in die Playlist Lösungsverfahren, Nullstellen berechnen etc. Ich habe ja in der Playlist exponentielles Wachstum, Logarithmus etc. geklärt, wann LG und Log, wo es da entsprechende Unterschiede gibt. Ich werde jetzt hier gleich LOG schreiben. Lasst euch davon dann nicht verwirren, falls ihr es anders geschrieben habt. Das könnt ihr nochmal entspannt nachgucken. Vielleicht haben manche auch schon mit LN gerechnet. Es geht hier ums Prinzip. Ihr habt eine Exponentialgleichung. Hier steht irgendwas im Exponent mit x. Ihr wollt irgendwie an das x ran. Ihr wisst jetzt Bescheid. Okay, logarithmieren auf beiden Seiten. Vielleicht noch in Klammern Pünktchen, Pünktchen. Es kommt immer darauf an, was ihr gerade schreiben müsst oder dürft. Es geht ja ums Prinzip. Und hier hätten wir dann eben das ganze Paket. Logarithmus und hier Logarithmus 7. Und jetzt haben wir hier ja ein Gesetz. Auch die sollten ja geklärt sein. Hier die Hochzahl kann ich jetzt 2x minus 1 nach vorne multipliziert schreiben. Bleibt übrig Logarithmus 5. So, hier haben wir ein Mal. Ich will schrittweise an das x kommen. Ihr könntet jetzt auch sagen, ich tippe log 5 und log 7 in den Taschenrechner ein. Es gibt aber eine furchtbar lange Zahl, die ihr dann runden müsst und dann vielleicht gibt es dann Rundungsfehler oder was auch immer. Dann sicherheitshalber jetzt durch log 5 müsst ihr euch immer sagen, das ist ja nichts anderes als irgendeine Zahl. Dann bleibt 2x minus 1 gleich log 7 durch log 5. So, und jetzt treten oftmals Fehler auf. Ich habe letztens noch einen Fehler gesehen, da stand dann hier sowas von wegen wie 1 minus 2x. Da hatte jemand aus 1 minus, nicht schlimm, deshalb weise ich jetzt darauf hin, aus 1 minus 2 minus 1 gemacht und dann x. Das ist, wie gesagt, nicht schlimm. Logischerweise sagt man sich, 1 minus 2 ist ja minus 1, aber ihr müsst dann an Punkt vor Strich denken. Das heißt, das x gehört zur 2 und das ist praktisch wie Esel minus Katzen, da kann ich nichts zusammenfriemeln. Und deshalb muss ich da aufpassen. Auch hier kann ich nicht einfach sagen, 2 minus 1 ist 1, sondern das ist ein Paket und das ist ein Paket. Ich will nach dem x umstellen, deshalb plus 1 rüber, bleibt 2 mal x. Ich muss es nicht unbedingt hinschreiben, gleich log 7 durch log 5 plus 1 und jetzt seid auch bitte vorsichtig, wenn ihr jetzt logischerweise noch hier steht x mal 2 durch 2 rechnet. Da schreiben viele immer nur die 1 durch 2 hin, aber ich muss ja das ganze Paket durch 2 teilen. Also in der langen Schreibweise log 7 durch log 5 plus 1 und das Ganze durch 2. Am besten tippt ihr das durch das in den Taschenrechner ein, gleich, dann kommt was raus. Dann plus 1 gleich, dann kommt was raus und das ganze Paket dann durch 2. Vielleicht steht in der Lösung dann mal nicht durch 2, sondern mal 1/2. Das kann ich ja auch machen. Ich kann ja auf beiden Seiten mal 1/2 nehmen. Lasst euch von sowas nicht verwirren. Das wäre jetzt so die einfachste Abfolge.